Was soll das? Bitte? Der Anime bekommt eine zweite Staffel? Dabei war doch schon bei der ersten die Handlung willkürlich und die Story schlecht und die Heldinnen waren allesamt zu flach geschrieben. Dieser Anime war so miserabel, dass ich ihn am liebsten aus meinem Gedächtnis löschen würde. Es muss auf jeden Fall eine zweite Staffel geben. Der Anime ist voll gut und die Fans lieben ihn sehr. Und der Soundtrack verkauft sich immer noch super. Interessant, du hast nicht ein Wort über den konkreten Inhalt verloren. Ist dir das aufgefallen? Das beweist nur, wie minderwertig sie ist. Ich hatte sehr viel Spaß beim Anschauen. Leute, die über liebevoll erstellte Werke derart gemein herziehen, sind bemitleidenswert und haben schon vor langer Zeit verlernt, wie man das Leben in vollen Zügen genießt. Was Utaha-Senpai sagt, ist durchaus nachvollziehbar. Genau wie Eriri ziehe ich es persönlich allerdings vor, eher das Positive zu betrachten. Geht das schon wieder los? Egal, wo man mit euch hingeht, kaum lässt man euch reden, fangt ihr an, euch wegen Animes zu zanken. Und wie nicht anders zu erwarten, zollst du Otaku-Themen nicht den leisesten Respekt, Yodo-san. Also wirklich, du bist auch einer dieser bemitleidenswerten Menschen, die schon vor langer Zeit vergessen haben, wie... Ja, ja. Bei diesem Anime geht es nicht ausschließlich um die Story, die Handlung oder den Charakter der Heldinnen. Er besitzt etwas, das über all diese Dinge erhaben ist. Ich muss schon sagen, die Aussicht ist einfach fantastisch. Gut, dass wir hergekommen sind.